Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Jin Jian Azadi, Frau Leben Freiheit, volle Solidarität mit den Protesten im Iran. So heißt unser Antrag, der heute von allen demokratischen Fraktionen eingereicht worden ist. Vorweg, ich freue mich sehr über diesen beigetragenen Zeichen der Solidarität mit dem revolutionären Aufstand gegen das Regime in Teheran. Das ist ein starkes Symbol der bremischen Bürgerschaft. Vielen Dank. Am 16. September starb Jina Mahsa Amini im Polizeigewahrsam, nachdem die sogenannten Sittenwächter sie verhaftet und verprügelt hatten. Bloß, weil sie ihr Kopftuch angeblich nicht korrekt trug. Jina Mahsa Amini wurde bloß 22 Jahre alt. Insbesondere in den kurdischen Gebieten Iran gab es schnell Proteste, denn dort geht das Regime seit langem besonders brutal gegen die Bevölkerung vor. Aber nun gibt es landesweite Streiks und flächendeckende Demonstrationen in allen Teilen des Landes. Es ist ein Aufstand der Frauen, die seit Jahrzehnten von den Mullahs unterdrückt werden. Es ist ein Aufstand der Studierenden, der sehr vielen jungen Menschen im Iran, und es ist hoffentlich das Ende des Regimes insgesamt. Aber, das hat meine geschätzte Kollegin Frau Dr. Müller auch gesagt, die Unterdrücker versuchen, ihre Macht mit Gewalt zu sichern. Es gab bereits fast 200 Tote. Es wird scharf auf unbewaffnete Zivilisten geschossen. Der Iran griff kurdische Dörfer über die Grenze im Irak mit Raketen an. Diese Staatsgewalt ist in aller Schärfe zu verurteilen, meine Damen und Herren, in aller Schärfe. Ich bin auch der Meinung, dass nun schnell Sanktionen gegen die Verantwortlichen des Regimes getroffen werden müssen. Es kann doch nicht sein, dass ich noch heute auf der Webseite der deutsch-iranischen Industrie- und Handelskammer Folgendes lesen muss. Ich zitiere. In den letzten beiden Sanktionsjahren war Deutschland der größte Handelspartner des Iran in der EU. Das iranische Regime ist auf Handelsbeziehungen mit Deutschland elementar angewiesen. Und deshalb bin ich dafür, dass hier im Sinne der viel zitierten, werteorientierten Außenpolitik ein klares Stoppschild aufgestellt wird, und die EU sogar irgendwie ihre Systeme entwickelt hat, um Handelsbeziehungen und Zahlungsverkehr in den Iran fortzuführen, ohne die US-Sanktionen wegen des Atomprogramms zu fallen. Das ist wirklich unanständig und das ist daneben. Es muss jetzt in allen Bereichen, was auch Frau Dr. Müller gesagt hat, gehandelt werden. In allen Bereichen muss mit dem Iran deutlich gemacht werden, dass wir volle und ganz mit den Frauen, mit den Menschen vor Ort, mit allen Schichten. Es ist inzwischen so, dass alle Schichten in Iran auf der Straße sind. Es ist die Hoffnung, dass endlich dieses Mullah-Regime sozusagen weggeputscht wird, dass diese Revolution erfolgreich wird. Und deshalb müssen wir alle in allen Bereichen dafür kämpfen. Wir wollen Freiheit, Frieden und Demokratie im Iran. Dafür habe ich eben gesagt, muss offensichtlich das jetzige Regime von der Bevölkerung gestützt werden. Wir wollen, dass die Minderheiten wie die Hazaren und die Kurden in Iran ihre Rechte haben. Und natürlich, dass die Frauen endlich ihre Rechte und Freiheit haben. Denn demokratische Gesellschaften ohne Frauenrechte sind einfach undenkbar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch das hat die kurdische Bewegung, aber auch die oppositionelle Zivilgesellschaft in Iran schon seit langem betont. Und deshalb ist das Motto der Protest Jin Jian Azadi, Frauen leben Freiheit, so passend. Unsere Solidarität gilt den Frauen und allen anderen im Iran, die sich der Gewalt widersetzen und weiter protestieren. Ihnen müssen wir zuhören. Sie brauchen unsere Aufmerksamkeit und politische Unterstützung. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich auch noch mal hier aus der Bürgerschaft, aus, wie unser Präsident sagt, aus dem Haus der Demokratie ganz deutlich sagen, und ich hoffe, Sie sind meiner Meinung, Jin Jian Azadi. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.